begrüße Sie sehr herzlich nach dem Spaziergang zur Podiumsdiskussion Deserteure aus der Wehrmacht, Aufarbeitung, Rehabilitierung, Denkmal. Alles erreicht mit einem großen Fragezeichen, ist der Titel dieser Diskussion. Ich probiere es mal mit dem. Vielleicht halt. Okay, es ist. Dann machen wir es so, wenn Sie mich hinten nicht hören, dann sagen Sie es einfach. Ich glaube, wir schaffen das auch bei dieser Akustik hier ohne Mikro. Wenn nicht, dann bitte Bescheid sagen. Ja, nach dem Spaziergang ist jetzt Zeit, die politischen Fragen zu diskutieren. Das Mikro nehmen und aber näher reinsprechen. Noch näher. Näher. Okay, dann beißen wir schon rein. So. Halleluja, jetzt geht's besser. Jetzt wollen wir ein bisschen diskutieren und auch in die Zukunft blicken. Und ich möchte meine Gäste begrüßen. Zum einen Claudia Koretzidis Haider vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Herzlich willkommen. Peter Pirker von der Universität Innsbruck. Thomas Geldmacher vom Personenkomitee Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz. Und die Nationalratsabgeordnete Eva Blimlinger, die auch Sprecherin für Gedenkpolitik der Grünen ist. Eingeladen wurden auch sowohl Kulturstadträtin Kaup Hasler als auch Kulturstaatssekretärin Meyer. Die haben leider beide abgesagt, aber wir haben sozusagen Vertretung von den Grünen und werden trotzdem auch sehr viel politische Fragen diskutieren. Ich würde aber gern beim Thema Forschung beginnen. Und zwar würde mich interessieren, wo steht die Forschung zur NS-Militärjustiz im Jahr 2022? Was ist noch offen? Welche neue Fragestellungen haben sich ergeben? Peter Birker, wollen Sie gleich beginnen? Ja, spreche ich da rein, oder? Also, wo steht die Forschung? Ja. Ich glaube, Sie müssen auch ganz nah. Genau. Wir haben heute schon mehrfach die Forschungen angesprochen, die Anfang der 2000er Jahre in Wien gemacht worden sind, im Kontext dieser Rehabilitierungskampagne zu den Opfern der NS-Militärjustiz. Und der damalige Forschungsauftrag des Wissenschaftsministeriums an die Gruppe rund um Walter Manuschek war ein sehr spezifischer, nämlich die Geschichte der österreichischen Opfer der NS-Militärjustiz zu erforschen. Das hat diese Forschungsgruppe, Thomas Geldmacher war ja dabei, sehr akribisch gemacht, im Wesentlichen auf der Basis von Militärjustizakten, allerdings sozusagen eben mit diesem spezifischen Fokus auf österreichische Opfer der NS-Militärjustiz. Wenn man sich insgesamt das Desertionsgeschehen in den deutschen Streitkräften während des Zweiten Weltkriegs anschaut, ist aber völlig klar, dass ein derartiger sozusagen nationaler Zugriff viel zu kurz greift, weil die deutschen Streitkräfte waren bekanntermaßen ein multinational zusammengesetzt, bestanden nicht nur aus österreichischen und deutschen Soldaten, und ein Großteil der Desertionen und Fahnenfluchten wurden eben von Soldaten durchgeführt, die nicht österreichischer oder deutscher Herkunft gewesen sind. Also das muss man sich mal gleich zu Beginn dieser Frage vor Augen halten. Deserteure aus der Wehrmacht waren zu einem sehr großen Teil Luxemburger, Elsässer, Franzosen, Slowenen, Jugoslawen, Oberschlesier, Tschechen, ja, also Russen, auch sehr viele Russen. Und unter den Opfern der NS-Militärjustiz sind diese Personengruppen meines Erachtens nach auch der größte Anteil. Ja. Also wenn man sich im Militärarchiv in Freiburg die Todesurteilskartei durchschaut, dann sieht man sehr viele Massenhinrichtungen von zum Beispiel russischen Soldaten, die zur Wehrmacht rekrutiert worden sind, aus Kriegsgefangenenlagern zum Beispiel, oder unter einheimischen Kollaborateuren. Das ist eine sehr große Zahl von Deserteuren und Opfern der Militärjustiz, die bisher
nicht so richtig in den Blick genommen worden ist. Wir haben letztes Jahr im September in Innsbruck eine internationale Tagung durchgeführt, um den Blick auf die Desertionen, auf die Deserteure in dieser Hinsicht zu weiten. Und da haben zum Beispiel Historiker, Historikerinnen aus Italien darauf hingewiesen, dass die Mehrzahl der Deserteure, die im Sommer 1944, das war ein Zeitpunkt, wo es einen sprunghaften Anstieg von Deserteuren gegeben hat, in Italien nicht deutscher oder österreichischer Herkunft gewesen sind, sondern eben die genannten anderen Herkunftsgruppen aus den verschiedenen besetzten Gebieten in Europa, wo die Wehrmacht Zwangsrekrutierungen vorgenommen hat. Bei uns nahe betrifft das vor allem auch die slowenischen Zwangsrekrutierten, die nach der Annexion Oberkreins und der Untersteiermark in die Wehrmacht eingezogen worden sind. Und hier, ja, das waren ungefähr 30.000 bis 40.000 Männer, die völkerrechtswidrig eingezogen worden sind und die zu einem großen Teil, also wenn man es mit österreichischen und deutschen Deserteuren vergleicht, desertiert sind und sich den Partisanen angeschlossen hat. Zu diesem Punkt, ja, wies man noch relativ wenig. Da gibt es noch relativ wenig Forschung. Auch was Deserteure aus kroatischen Verbänden in Jugoslawien betrifft, wissen wir relativ wenig. Die Zahl ist auch hier vergleichsweise groß. Also das wäre sozusagen mal ein Zugriff in der Forschung, der stärker in den Blick genommen werden muss. Ein anderer, der auch noch, das nur kurz, der auch damit zusammenhängt, ist, dass die Forschungen in den 2000er Jahren sehr stark eben auf die Militärjustiz fokussiert gewesen sind. Wir haben jetzt, wir machen gerade ein Forschungsprojekt in Innsbruck zu Deserteuren und Wehrdienstentziehern in Tirol, Vorarlberg und Südtirol. Wir haben in unserer Datenbank jetzt in etwa 1900 Fahnenfluchtfälle im Wehrkreis 18, das ist in Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten, Steiermark und Südtirol. Und wir sehen, dass 50% dieser Fälle nicht in den Akten der Militärjustiz auftauchen. Das heißt, man muss sozusagen die Forschung auch auf viele andere Quellen ausdehnen. Und man muss vor allem, wenn man diese Forschung macht, in die Gesellschaft gehen. Ja? Und wir haben gesehen, dass es in den letzten Jahren durch sozusagen mediale Vermittlungen und so weiter in Tirol so gewesen ist und in Vorarlberg, dass sich sehr viele Familienangehörige von Deserteuren gemeldet haben, mit denen wir dann sozusagen eine Art der Forschung machen konnten, die nur rein auf Basis der Wehrmachtsjustizakten gar nicht möglich ist. Und davon abgesehen liegen im österreichischen Staatsarchiv noch Unmengen von Wehrmachtsjustizakten, die noch nie bearbeitet worden sind. Ja. Thomas Geldmacher und seine Kollegen und Kolleginnen aus dem Manuschek-Projekt haben sich intensiv mit dem Divisionsgericht 177 beschäftigt. Wir haben uns jetzt erstmals systematisch das Divisionsgericht 188 und auch das Divisionsgericht 418 angesehen. Hat vorher noch niemand gemacht und es gibt noch etliche andere Wehrmachtsverbände bzw. Divisionsgerichte, die dort sozusagen in großen Mengen lagern, Akten, die noch nicht wirklich bearbeitet sind. Vielen Dank, Claudia Korezidis-Heiders. Sehen Sie noch offene Fragen? Ja, ich arbeite am Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes und leite die Zentrale Österreichische Forschungsstelle Nachkriegsjustiz. Und ich würde auch den Fokus auf die Täterforschung hier legen wollen und auf die Justizakten nach 1945. Es sind während des Rundgangs angesprochen worden die Heeresstreifen. Das ist sozusagen die Spitze des Eisbergs. Was wir bis heute nicht wirklich wissen, ist, wie viele Prozesse hat es gegen Wehrmachtsrichter etc. gegeben. Ich bin jetzt kürzlich für einen Bericht des Justizministeriums sind wir auf einen Prozess gestoßen von Anfang auf ein Verfahren gestoßen von Anfang der 1970er Jahre gegen Angehörige
einer Gebirgsjägereinheit in Nordnorwegen, wo es ein Schandgericht gegeben hat, wo Deserteure erschossen worden sind. Da hat es sehr viele Beschuldigte gegeben. Das Verfahren ist im Sand verlaufen. Allerdings heißt das nicht, dass nicht die Quelle interessant ist, auch wenn Verfahren zu keinem Ergebnis gekommen sind. Also die Täterforschung ist hier auch noch sehr, da gibt es auch noch einiges aufzuarbeiten. Thomas Geldmacher, das Personenkomitee, das ja heute sozusagen Mitorganisator dieses Spaziergangs und der Diskussion ist, hat ja sehr, sehr viel erreicht. Also es gibt die rechtliche Anerkennung der Deserteure, es gibt das Denkmal im Zentrum als wichtiger symbolischer Ort. Das war ja das Ziel, das das Personenkomitee bei der Gründung hatte. Kann man jetzt sagen, danke, alles erreicht, wir gehen nach Hause, oder gibt es noch was zu tun? Naja, ich denke, man kann sagen, danke, wir haben sehr viel erreicht. Dinge, die wir vor 20 Jahren für vollkommen utopisch gehalten hätten, am utopischsten ohne Zweifel das Denkmal für die Deserteure am Ballhausplatz. Und wenn man so will, sind von diesem Forderungspapier, aus dem Peter Birker bei seinem kurzen Vortrag am Denkmal zitiert hat, diese Punkte sind im Großen und Ganzen tatsächlich erfüllt. Jetzt kann man natürlich sagen, man kann nie genug forschen, und da stimme ich dem Peter und der Claudia zu, da gibt es schon noch einiges zu tun. Das sind aber Dinge, die jetzt sozusagen auf der wissenschaftlichen Ebene zu geschehen haben. Was fehlt, sind tatsächlich nach wie vor so die größeren Erinnerungszeichen im öffentlichen Raum an den Orten, an denen die Militärjustiz eben wirksam war. Das betrifft dieses Haus, das betrifft selbstverständlich den Stubenring, das betrifft den Franz-Josefs-Quai, an dem das Zentralgericht des Heeres aktiv war. Wenn dort in den Häusern und in den Institutionen, die heute in diesen Häusern sitzen, eine intensivere Beschäftigung mit der Gebäudegeschichte beginnen würde, die dann auch Ausdruck findet in irgendwelchen sichtbaren Zeichen, dann wäre schon sehr viel geholfen, finde ich. Und der zweite Punkt, den ich schon auch noch für extrem wichtig halte, ist die Sichtbarmachung der Forschung. Also der Peter hat gerade erzählt von 1900 Deserteuren aus dem Wehrkreis 18. Wir haben im Zuge unseres Forschungsprojekts damals in den frühen 2000er Jahren ungefähr 3000 österreichische Deserteure oder Opfer der NS-Militärjustiz erfasst. Da gibt es relativ viele Daten, die aus meiner Sicht schon einen relativ wichtigen Ausgangspunkt für zukünftige Forschungen bilden könnten. Nur stehen diese Datenbanken im Moment halt noch nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung, und da gibt es schon noch Bedarf, denke ich. Über die Datenbanken werden wir noch reden. Bleiben wir mal bei den Zeichen, beim Sichtbarmachen. Eva Blimlinger, in manchen dieser Häuser, um die es da geht, sitzen jetzt Ihre Parteifreundinnen und Parteifreunde. Justizministerium, Sozialministerium. Warum hängen da noch keine Tafeln? Das sind zwar die Minister, Ministerinnen von den Grünen, aber die Verwaltung steht nicht in grüner Hand. Also beginnen wir beim Stubenring. Es ist dort ein Projekt eingereicht, um eine Tafel zu errichten. Zuständig ist die Burghauptmannschaft und das Bundesdenkmalamt. Das Bundesdenkmalamt wird sicher nichts dagegen haben, weil sie in vielen anderen Bereichen, gerade beim Anbringen von Erinnerungszeichen oder Gedenktafeln, da sehr aufgeschlossen sind. Die Burghauptmannschaft muss man immer ein bisschen zwingen. Weniger, weil sie das nicht wollen, sondern weil es ein sehr, mühsame Behörde ist. Das sollte aber, denke ich, möglichst bald möglich sein. Also die Burghauptmannschaft steht unter der Leitung, wo sie jetzt steht, weiß ich ehrlicherweise gar nicht, weil sie stand unter der Leiter
Leitung der Schramböck, aber wo das jetzt hingewandert ist, in diesem Wirrwarr, ist mir ehrlicherweise, es ist vermutlich jetzt auch beim Kocher, ja, wie so alles beim Kocher ist, wird auch die Burghauptmannschaft, nein, das kann ich, glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, na gut, also, wo die Burghauptmannschaft jetzt resultiert, ist mir sozusagen in den neuen Geschäftseinteilungen noch nicht geläufig, aber die ist zuständig. Was den Franz Joseski 7 bis 9 betrifft, ist es, der Matthias hat das ja heute auch erwähnt, seit 1955 im Eigentum der Republik und in einem Überlassungsvertrag ist hier das Bundesministerium für Landesverteidigung zuständig, das nicht in grüner Hand ist. Aber ich sage jetzt einmal, werden wir alles daran setzen, es ist nicht ganz einfach mit der Landesverteidigung, wie man ja an meinem Begehr sieht, dass man die Windisch-Kaserne in Richard-Wardani-Kaserne umbenennt, also mit der Landesverteidigung ist nicht so einfach. Aber die Geschichte an sich des Hauses wird ja auf der Homepage des Bundesministeriums, also ist nachzulesen, also es ist nicht so, dass es dazu gar nichts gibt. Also könnte man die Tafel nach dem Vorbild der Tafel, die es ja schon gibt, zu Orten, wo Militärjustiz war, machen. Also das wäre ja durchaus sinnvoll, das in einem Gleichklang des Layouts und auch der Texte und der QR-Codes zu machen. Was dieses Haus betrifft, ist meines Wissens die Geschichte nur rudimentär aufgearbeitet, also nicht sozusagen wie bei den anderen Häusern. Also beim Stubenring gibt es von der Burghauptmannschaft zwei Prachtbände, Bildprachtbände, durchaus mit brauchbarem Material. Was das betrifft, dieses Haus nicht, aber hier sollte es auch relativ schnell möglich sein, es zu machen, wobei auch hier wieder Burghauptmannschaft und BDA, wobei, wie gesagt, BDA dürfte kein Problem sein. Was die Datenbank betrifft, ist es ein bisschen tricky, weil genau genommen sich die Personen, die dieses Forschungsprojekt gemacht haben, verpflichtet haben, das waren damals die Datenschutzbescheide bei den Behörden, also wenn man aus dem Staatsarchiv bestimmte Akten bekommen hat, also auch Ela Ichikawa Warnung kann das bestätigen, hat es einen Datenschutzbescheid benötigt, in dem gesagt werden musste, dass die personenbezogenen Daten anonymisiert werden müssen und die Datenbanken mit dem Personennamen gelöscht werden müssen. Ja. Das musste auch die Historikerkommission machen. Also die Datenschutzbescheide der Historikerkommission waren so, dass die Daten gelöscht werden mussten. Selbstverständlich sind alle Daten gelöscht worden. Und wer dann Daten nicht gelöscht hat, keine Ahnung. Ja. Das ist natürlich in dem Fall auch so. Das heißt, die Daten gibt es natürlich. Und es wird darum gehen, sozusagen im Justizministerium und sicherlich in Zusammenarbeit mit der Datenschutzbehörde einen Weg zu finden, wie man diese Datenbanken zugänglich machen kann. Und zwar in doppelter Weise, meiner Meinung nach, also nicht nur quasi einsehbar, ich weiß nicht, am DÖF oder am Institut für Zeitgeschichte oder wo auch immer, sondern ähnlich wie die Datenbank, Opferdatenbank im DÖF der Juden und Jüdinnen, diese online zu haben. Ja? Also warum wir warum es da möglich war und da nicht möglich sein sollte, ist nicht ganz nachzuvollziehen. Wir haben ein ähnliches Problem bei einer Datenbank für die Verfolgten oder Opfer, Oma und Sinti-Opfer. Da gibt es auch eine Datenbank, die nicht öffentlich ist. Also es gibt sozusagen dieses Datenbankproblem, das es sozusagen allgemein zu lösen gilt. Das ist zwar Justizminister, aber vor allen Dingen eine Frage der Datenschutzbehörde. Darf ich noch kurz versuchen festzunageln, bei den Erinnerungstafeln oder Formen, was heißt denn in der Politik, sollte bald möglich sein? Ist das? Naja, sollte bald möglich sein, heißt, kann 2 Monate heißen oder 3 Monate. Im Fall von der Landesverteidigung gebe ich keine zeitlichen Prognosen ab. In den Ressorts, wo Minister von uns sitzen, sollte es sozusagen, ich sage jetzt mal, bis spätestens Ende des Jahres einzuweihen sein.
Versprechen kann ich natürlich nicht, weil ich bin ja nur Parlamentarierin, aber habe doch ein, wie soll ich sagen, kann relativ nervig sein und werde das versuchen, dass das so geht. Das heißt, entweder die Tafel hängt Ende des Jahres oder Eva Blimminger nervt noch mehr. Genau. Okay. Thomas Geldbacher wollte dazu was sagen? Ja, ich möchte schon noch auf ein großes, weil wir gerade von öffentlichen Ehren- und Anerkennungszeichen gesprochen haben, auf ein großes Desiderat hinweisen. Und zwar ist das die Benennung eines Wiener Gemeindebaus nach Richard Wardani. Da haben wir letzten Herbst an und für sich sehr positive Meldungen bekommen. Es hätte eine Einigung gegeben zwischen der Wohnbaustadträtin Katrin Gahl und einigen oder eigentlich einem grünen Gemeinderatsabgeordneten, dass in Simmering ein Gemeindebau nach Richard Wardani benannt wird. Das ist an und für sich Grund zur Freude. Der Teufel liegt wie so oft im Detail, weil wie sich jetzt herausgestellt hat, hat dieser Gemeindebau in Simmering, der vorgesehen ist für die Benennung nach Richard Wardani, gibt es da mehrere Probleme. Zum einen, das wäre noch das geringere Problem, hat ausgerechnet in diesem Haus die FPÖ Simmering ihr Bezirkslokal. Das wäre ja an und für sich noch eine recht lustige, ironische Wolte in der Geschichte, dass Richard Wardani der FPÖ selbst noch in architektonischer Form auf die Nerven gehen kann. Darüber könnte man auch tatsächlich noch diskutieren. Das, was ich im Moment aber gerade gar nicht verstehe, und das ist eine sehr rezente Entwicklung, ist, dass nicht der gesamte Gemeindebau nach Richard Wardani benannt werden soll, sondern lediglich eine Stiege. Und da setzt im Moment so ein bisschen mit meinem Verständnis aus, weil das aus meiner Sicht dann vollkommen, also präzedenzloser Vorgang ist. Ich kenne zumindest keinen anderen Gemeindebau, in dem die Benennungen nach Stiegen erfolgt sind. Und auch die Tatsache, dass hier ein Gemeindebau nach einem Deserteur benannt werden soll, sollte in der Stadt Wien eigentlich nicht mehr für große Dissonanz sorgen, zumal die Stadt Wien ja bereits einen Gemeindebau nach einem Deserteur benannt hat, nämlich den Hubert Pfochhof in Otterkring. Jetzt ist der Pfochhof nicht deswegen nach dem Pfoch benannt worden, weil der Pfoch desertierte, sondern weil er Vizebürgermeister der Stadt Wien war und Vorstandsmitglied des Dokumentationsarchivs. Trotzdem, es gibt bereits einen Gemeindebau, der nach einem Deserteur benannt worden ist, und es ist höchste Zeit, dass es in Simmering einen zweiten Gemeindebau geben soll, der nach einem Deserteur benannt wird, und zwar der ganze Bau und nicht bloß eine Stiege. Das eine kurze aktuelle Zwischenmeldung. Ich stelle mir gerade das Gesicht von Richard Wardani vor. Weil die Folder gerade, es gibt noch zwei Punkte, die eigentlich zu erledigen wäre. Es gibt eine Vielzahl, die genaue Zahl weiß ich nie, von Foldern, die eigentlich zum Denkmal produziert worden sind, weil dort eben die Information gegeben werden sollte in Form von Foldern. Und die Stadt Wien hat aber diesbezüglich nichts mehr gemacht. Und vielleicht kann man da, oder werden wir vielleicht gemeinsam mit dem Personenkomitee, wobei die Stadt Wien auf die Grüne momentan nicht so gut zu sprechen ist, also vielleicht finden wir einen anderen Gesprächspartner, vielleicht besser von den Neos, dass man das dort etabliert. Und das Zweite ist sozusagen die, oder noch zwei Dinge rund ums Denkmal, nämlich die Öffnung hin zum Volksgarten, also das Tor auf, also dass man sozusagen direkt vom Denkmal in den Volksgarten kann und zugleich es eine Art von Hebebühne gibt, dass man quasi barrierefrei oben auf das Denkmal kann. Das liegt aber beides mit Ausnahme des Gitters, das ist wieder eine BDA-Angelegenheit, aber schon da gibt es sozusagen, habe ich mal Vorgespräche geführt, das wäre an sich kein Problem. Das andere Problem sind die Bundesgärten, weil es muss dann über Nacht sozusagen wieder verschließbar sein. Aber das ist sozusagen, das sind dann technische Fragen. Ich wollte auch jetzt über das Denkmal sprechen, das, wenn ich richtig zurückgerechnet habe, vor 7 Jahren eröffnet wurde. Das weiß der Thomas Geldmacher. 2014, also bald 8. Bald 8 Jahre. Das wurde vom Künstler bewusst so geschaffen, dass man es betreten kann, dass man es auch benutzen kann.
Fast 8 Jahre später, wenn man sieht, wenn man vorbeigeht, zum Teil Touristen und Touristen dort sitzen oder ihre Jause essen, gerade in der Pandemie oder auch davor, haben sie immer wieder gerne Rechtsextreme bei ihren Demos verwendet als Bühne. Manchmal benutzen Staatsgäste es eigentlich quasi als Parkplatz dort. Rückblickend, eine Frage an alle, war das gescheit, es so offen zu gestalten, oder gibt es hier Veränderungsbedarf? Also geht das Konzept auf oder sollte man sich da was anders überlegen? Ich darf nur ergänzen, es sitzen jeden Tag dort die Omas gegen rechts. Das ist mir schon wichtig, das zu ergänzen. Also, das ist jetzt nicht, ausdrücklich nicht die Ansicht des Personenkomitees, sondern meine persönliche Ansicht. Und meine persönliche Ansicht ist ein uneingeschränktes Ja. Dieses Konzept war von Anfang an so gedacht. Die Offenheit war vom Künstler genauso intendiert. Und dass dieser Ort dann eben auch verwendet werden kann von Personengruppen, die sich jetzt nicht unbedingt mit den Wehrmachtsdeserteuren identifizieren würden, ja, das liegt halt im Wesen der Demokratie. Da ist es tatsächlich die Aufgabe der Zivilgesellschaft, denke ich, den Kampf, die Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit zu suchen. Aber es ist legitim, dass alle möglichen Leute an diesem Ort stehen. Und es war ja durchaus auch schon Anlauf und Endpunkt diverser anderer Demonstrationen und Kundgebungen, die sozusagen mit den politischen Zielen dieses Denkmals übereinstimmen. Da sehe ich tatsächlich kein besonders großes Problem. Aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ein bisschen ein Problem sehe ich nach wie vor darin, und da könnte die Öffnung zum Volksgarten hin helfen, dass viele Menschen halt tatsächlich nicht wissen, was das eigentlich ist, dieses dreistufige X, das da herumliegt. Da gibt es mittlerweile 2 Informationstafeln, die sind relativ gut verborgen im öffentlichen Raum. Und dass Menschen sich am Ballhausplatz hinsetzen, um auf diesem Denkmal ihre Jause zu genießen, halte ich für überhaupt kein Problem. Dazu lädt dieses Denkmal auch explizit ein. Dieses Denkmal soll begangen und benutzt werden, und es ist eben keines dieser unberührbaren Objekte im öffentlichen Raum, sondern hat was anderes, und sowas intendiert. Das funktioniert ganz gut. Es gibt ein Vermittlungskonzept für dieses Denkmal, unter anderem mit diesen Foldern. Das funktioniert noch nicht so gut. Daran werden wir noch arbeiten müssen. Ja, das Denkmal, so wie es jetzt ist, ist etwas ein bisschen paradox geworden, würde ich sagen. Ja, es ist zwar gelungen, das Denkmal an einem zentralen Ort der Republik zu verankern, aber es ist jetzt an diesem zentralen Ort etwas in der Peripherie gelandet oder so. Ja. Und weil es eben in dieser Einbuchtung drinnen ist, auch die anderen Veränderungen, die am Ballhausplatz platzgestalterisch durchgeführt worden sind, hat das noch ein bisschen verstärkt. Und das bauliche Konzept, also die architektonische Idee dieses Denkmals, wird wahrscheinlich einen größeren Platz brauchen. Ja. Das Denkmal müsste mehr atmen können, damit seine volle, diese Grundidee entfalten kann. Und da wäre natürlich wirklich sehr toll, wenn es gelingen würde, diesen Winkel sozusagen dadurch zu überwinden, indem man den Zugang zum Volksgarten schafft. Ja. Nur wir wissen, wie schwierig das ist aufgrund des Denkmalschutzes. Aber aber auf jeden Fall, das wäre natürlich extrem wichtig, dass es hin zum Volksgarten aufgemacht wird, und dann wird sozusagen das Denkmal, glaube ich, auch anders wahrgenommen werden, nämlich nicht im Winkel, sondern als Teil eines Platzes. Ja. Das ist momentan nicht wirklich gelungen. Aber um die Frage aufzugreifen, wie man das Denkmal noch besser sozusagen in die Vermittlungsarbeit mit einbeziehen kann. Es soll jetzt auch eine neue digitale Karte der Erinnerung geben, die auch tiefer geht als die schon bestehenden, nämlich auch Vermittlungsangebote für Schüler und Schülerinnen anbietet. Da müssen
muss man schauen, dass man die Thematik der Wehrmassensateure einfach gut einbringt. Ja. Das hängt dann natürlich sehr viel von uns ab. Ja. Also wie engagiert wir daran arbeiten, diese Fragen in so Projekte einzuspeisen. Ein ganz anderes, sehr wichtiger Ort ist das Heeresgeschichtliche Museum. Ja. Das Heeresgeschichtliche Museum ist in einem katastrophalen Zustand, wie wir alle wissen, nach der Diskussion, die es ungefähr seit 2 Jahren gibt. Und an diesem Ort, dem Heeresgeschichtlichen Museum, wird die Militärgeschichte Österreichs verhandelt und bisher ausschließlich aus einer Herrschaftsperspektive. Die Ausstellung zum Zweiten Weltkrieg ist eine absolute Katastrophe, wird fast durchwegs von Menschen, die sich mit Ausstellungen und auch von Historikern beschäftigen und auch von Historikerinnen als wirklich wirklich schlecht gemacht dargestellt. Es soll jetzt sozusagen dort einen Reformprozess geben und es wird extrem wichtig sein, dass wir die Frage der Militärjustiz, die Frage des einfachen Soldaten, die Frage der Verpflichtung des Individuums gegenüber dem Staat, gegenüber der staatlichen militärischen Institutionen dort thematisieren, und zwar in einem gebührenden Ausmaß. Das ist extrem wichtig auch von demokratiepolitischer Sicht aus, dass diese Frage der Wehrpflicht, der Rechte von Soldaten, der Desertion, des abweichenden Verhaltens, der Disziplinierung von Menschen dort thematisiert wird. Auch das wird davon, ob das gelingt, wird nur davon, fast ausschließlich davon abhängen, ob man sich dafür einsetzt und dafür in der Öffentlichkeit entsprechenden politischen Druck aufbauen kann. Aus der bisherigen Erfahrung mit der Diskussion um die Neugestaltung oder Reform des Heeresgeschichtlichen Museums ist völlig klar, dass aus dem Haus heraus selber in diese Richtung relativ wenig passiert. Ich bin in meinen frühen Jahren im Dokumentationsarchiv noch sozialisiert worden mit Menschen aus dem Widerstand, die bei uns als ehrenamtliche MitarbeiterInnen tätig gewesen sind. Und da habe ich gelernt, dass man in dieser Generation noch eine andere Vorstellung hatte, wie so ein Denkmal ausschauen sollte, wie man sich das wünschen würde. Das betrifft jetzt nicht nur das Deserteursdenkmal per se, ich war auch in der Diskussion Denkmal am Aspang-Bahnhof dabei. Ich verstehe daher, dass es hier unterschiedliche Wünsche gibt oder gegeben hat. Und dass man vielleicht dem Heldennarrativ des Wehrmachtssoldaten, das Heldennarrativ des Deserteurs entgegenhalten möchte. Aber ich denke, das ist jetzt eine Diskussion, die gar nicht mehr geführt werden muss, weil das Denkmal ist ja da. Und es geht also tatsächlich darum, wie es genutzt werden soll. Meiner Meinung nach, ich führe auch immer wieder kleinere Personengruppen auch dort vorbei. Und es ist halt, in den meisten Fällen sind es große Fragezeichen, es ist kein selbsterklärendes Denkmal. Das heißt, also man muss, wenn man den Menschen das näher bringt, muss man ein Hintergrundwissen haben. Ist jetzt für mich auch kein Problem, kann ich gerne machen. Aber da wäre es, glaube ich, doch wirklich wünschenswert, wenn vor Ort noch etwas mehr an Information vorhanden wäre, sodass sozusagen die Laufkundschaft sich hier auch ohne jetzt jemanden an der Seite zu haben, selbstständig informieren kann. Man kann sich natürlich, das Personenkomitee hat eine ganz großartige Website, also das ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Natürlich kann man sich auch so informieren, aber ich denke, dass es wirklich vielleicht vor Ort hier noch etwas möglich sein sollte. Inwieweit es wirklich genutzt wird, ich weiß es nicht. Ich habe im Rahmen des Fests der Freude hat es ja heuer so Führungen rundherum gegeben und ich habe an so einer Führung teilgenommen und da war dieser Guide mit meiner Gruppe auch dort und er hat mir erzählt, dass sehr viele Schulklassen hier hinkommen und
ja, also es dürfte nicht so sein, dass das jetzt vollkommen eingeschlafen ist, dass man sich auch in Schulen mit dieser Thematik beschäftigt, umso mehr gerade jetzt, weil die Frage der Desertion im gegenwärtigen Krieg in der Ukraine sicher auch eine große Rolle spielt. Und da ist es natürlich, also ich bin von meiner Ausbildung her eigentlich AHS-Professorin für Geschichte und Geografie, und das wäre für mich jetzt natürlich selbstverständlich, hier auch diese Frage anzusprechen, weil die Kinder auch damit nach Hause kommen. Also von einer, der Enkelsohn von einer Freundin von mir ist kürzlich nach Hause gekommen, hat also im Kindergarten, und hat gesagt, Oma, stimmt das? Männer, die aus der Ukraine zu uns flüchten, das sind Feiglinge. Und sie hat gesagt, wie kommst du darauf? Naja, weil die verteidigen ja nicht mit der Waffe in der Hand ihr Heimatland. Das heißt, das ist also etwas, was schon im Kindergarten diskutiert wird und hat also einen ganz, ganz aktuellen Bezug. Und das ist also etwas, was auch unter den Lehrkräften dann das Bewusstsein ganz einfach sein muss, dass man sich damit auseinandersetzt. Ist es etwas, was noch stärker getan werden sollte, vielleicht auch vom Personenkomitee oder von der Politik? Also ich richte die Frage an alle, diese Verbindung, Desertion damals und heute herzustellen. Ich meine, ich habe das ein bisschen aktuell erlebt, weil es darum ganz am Anfang des Krieges Ukraine, also Russland, Ukraine, darum gegangen ist, wie man Studierende aus der Ukraine, die hier sind, insofern unterstützt, weil die keinen Zugriff mehr auf ihre Konten plötzlich hatten, zum Teil. Ja? Auch selbstverständlich russische, aber auch ukrainische. Und da ging es eben um die Frage, wie man das macht. Und dann hat es aber doch einige gegeben, die unbedingt sozusagen in die Ukraine wollten, um ihr Heimatland zu verteidigen, und die man dann in der ÖH und mit einzelnen Leuten versucht hat, davon abzuhalten. Ja, klarerweise ist es so, die haben ihre Einberufungsbefehle auch nach Österreich bekommen, weil sie hier ihre ständige Wohnadresse hatten. Und die waren sozusagen so, Marke, wir fahren jetzt in die Ukraine und in 3 Wochen haben wir die Russen besiegt und wir müssen unsere Heimat verteidigen. Und mehrere Menschen in der ÖH haben versucht, ihnen zu sagen, macht's das nicht, ja, bleibt da, zieht nicht in den Krieg. Ja, also sie quasi zur Desertion aufzufordern, was irgendwie in manchen Fällen gelungen ist, in manchen nicht, ja, muss man ehrlich sagen. Sie sind nach wie vor sozusagen zurückgegangen, um sozusagen zu kämpfen. Und also sozusagen die Politik kann da, also natürlich kann man immer was machen, aber ich glaube, dass das sehr auf einer sehr individuellen Ebene passieren muss, weil man, also was man auf jeden Fall machen kann, ist, dass man jene, die desertieren, und da gibt es ja keinen Unterschied, und nach Österreich kommen aus der Ukraine, unterstützt, aber, und da wird jetzt das Ganze kompliziert, selbstverständlich auch die, die aus der russischen Armee desertieren, das wäre das ja noch viel Wichtigere. Und da fängt die Problematik an, ja, weil das heißt, es müsse, da ja Desertion kein Asylgrund ist, hier eine Vorkehrung geschaffen werden und etwas gemacht werden. Da gibt es schon Gespräche, aber das sind leider noch nicht sehr, sehr erfolgsversprechend, dass jemand, der aus der russischen Armee desertiert, hier in gleicher Weise behandelt wird wie Ukrainer. Machen wir es anders, wir nutzen das gleich, um das, die Fragen zu öffnen. Ich komme mit dem Mikro zu Ihnen, weil dann hören alle. Einen Moment. Dagmar Schindler, KZ-Verband Wien, Bundesvorsitzende vom KZ-Verband und sehr aktiv in Asyl- und Menschenrechtsfragen. Der Unterschied ist der, russische Deserteure, die nach Österreich kommen, die den Angriffskrieg der Russen nicht mehr mitmachen wollen, haben, ist sehr wohl völkerrechtlich ein Asylgrund. Der Unterschied ist, ukrainische Deserteure, die nach Österreich kommen, die ja nur eine Generalmobilmachung haben und zur Verteidigung herangezogen werden, haben keinen Asylgrund. Das ist auch das große Problem. Also wir stehen in Kontakt mit
mit jungen Männern in der Ukraine, die das Land verlassen wollen, das Land nicht verlassen können. Und da ist eben der große Punkt, ist auch, wenn wir sie wirklich nach Österreich bringen, wie kommen wir da weiter? Weil sämtliche finanzielle Grundlagen dann natürlich wegfallen, weil der Asylgrund von vornherein nicht gegeben ist. So, wenn ich schon da bin, gibt es sonst noch Fragen? Wer möchte mitdiskutieren? Na, ich will nicht wirklich diskutieren, ich will nur berichten, dass ich täglich, also von Montag bis Freitag am Vormittag am Deserteursdenkmal mit dem Fahrrad vorbeifahre, weil das am Weg zu meiner Arbeit ist. Und dort, also sind nicht immer viele Leute, ja, aber dort oft Leute sind, die es benutzen. Nämlich die dort sitzen, die dort Pause machen und immer wieder sehe ich, dass die Leute auch die Tafeln lesen. Ja? Also ich habe zu diesem Denkmal einen ganz pragmatischen Zugang. Also ich bin wahnsinnig froh, dass auf einem der prominentesten Plätze, die es in dieser Republik gibt, dort wo das Zentrum der Staatsmacht, wenn man so will, ist, die Regierung und der Bundespräsident, dort dieses Deserteursdenkmal steht. Wo bitte sonst? Ja? Und ich halte es ein bisschen für kleinlich, ja, wenn man jetzt im Nachhinein darüber diskutiert, ob an das Denkmal gefällt oder nicht. Das war eine Ausschreibung, eine internationale Ausschreibung. Es hat ein Auswahlkomitee gegeben, das hat sich für den Entwurf von Olaf Nikolai entschieden und so ist es. Ja. Dass es nicht ganz einfach ist, das zu vermitteln, was die Idee eines Künstlers ist, das kann über jedes Denkmal in dieser Stadt sagen. Ja. Weil es ist auch das Denkmal am Aspang, ehemaligen Aspang-Bahnhof nicht wirklich selbsterklärend, wenn man sich fragt, was tut da die Schiene, wenn man nicht weiß, wie das Umfeld ist. Also ich halte das für, ehrlich gesagt, verlorene Liebesmühe. Das, was wesentlich ist, dass diese Tafeln ein bisschen sichtbarer werden, weil die eine ist wirklich im Eck, die andere steht jetzt ziemlich prominent am Platz. Die, die es lesen wollen, können sie lesen. Ich habe sie gelesen, ich habe jetzt aber irgendwie keinen Eindruck mehr, ob das genügend Information ist. Es ist sinnlos, im öffentlichen Raum Riesentafeln zu stellen mit solchen Texten, die so klein sind. Also kurz, knapp, jetzt sage ich bewusst knackig, ja, und nicht irgendwie dieses Denkmal jetzt zu benutzen, um da ein ungutes Gefühl zu. Ich finde es großartig, dass die Republik das gemacht hat, dass die Stadt Wien dieses Eckerl zur Verfügung stellt. Ich frage mich ehrlich, ob es jetzt da noch einen Zugang gibt oder nicht. Was, ehrlich gesagt, was bringt das? Die Mauer vom Volksgarten wird immer bleiben, der wird immer geschlossen werden. Es wird immer ein Teil des Ballhausplatzes das Denkmal sein und nicht des Volksgartens. Weil sonst müsste man ja die Mauer vors Na, hinten einen Teil, dass man einfach durchgehen kann. Na, einfach einen Eingang zusetzen. Ja. Ja, das ist eine gute Idee. Man, ja. Also das könnte man machen. Das dazu. Also, nein, jetzt wollte ich noch was sagen. Und diese Lächerlichkeit mit diesem Gemeindebau, der Richard Badanihof, ich meine, das kann, ehrlich gesagt, wenn ich das so höre, das kann nur ein Missverständnis sein. Ich kann nicht in einem Gemeindebau, wo 45 Wohnungen sind, sagen, da ist jetzt die Stiege 1, das ist jetzt der Gemeindebau war Dani und die Stiege 2, 3, 4 nicht. Also das ist ja kurios. Ja? Entweder das ist der Richard Badani, wobei Hof, also kann ja keinen Hof haben mit, oder weiß nicht, wie das, gibst du den Hof? Vielleicht heißt es Richard Badani. Die oder, heißen alle Höfe. Alle, also jeder heißt Hof. Achso, okay. Also auch wenn es nur ein Haus ist. Achso, okay. Na, da passt es ja. Also das muss man irgendwie aufklären, ganz schnell. Ja, und ich, oh, dass dort die FPÖ drinnen ist, ist wirklich super. So, ich kann nur versprechen, ich werde am Montag mal anrufen in meinem Zweitjob als Journalistin und nachfragen bei der Wohnbaustadträtin, ob das ein Missverständnis war. Gibt es von Ihnen noch Fragen, Anmerkungen? Dann hätte ich noch eine Frage. Ah, ja, dann gebe ich. Ich wollte noch kurz, ich bin vollkommen bei dir, deswegen habe ich das ja auch gesagt, es ist jetzt müßig, das Denkmal ist da. Ich meine nur, und ich bin immer wieder auch mit Anfragen diesbezüglich konfrontiert,
Es wäre halt den alten Menschen gegenüber wenig einfühlsam zu sagen, das ist jetzt klein, nicht darüber zu diskutieren, wenn sie ihren nicht Unmut ist es ja gar nicht, aber ihr Unbehagen kundtun. Also das ist halt ganz einfach auch jetzt nicht mein tägliches Geschäft im TÜV, aber es gibt eben da immer wieder halt Fragen, warum ist das so und nicht anders. Ja, dann liegt es an mir, das halt empathisch rüberzubringen. Ja. Und was das ist, beim Maßbahnhof war es so, da waren ja ganz andere Entwürfe im Gespräch. Das TÜV hatte damals auch keine Stimmberechtigung. Und das war damals Milli Segal, die es sozusagen verhindert hat durch ihren großen Einsatz, dass hier eben ein Denkmal entsteht, das eben. Also auch ein total abstraktes, und sie hat gesagt, ich kann das den Überlebenden nicht antun lassen. Ja, also das wollte ich damit sagen. Das ist halt ganz einfach bei den alten Menschen hier Gedanken darüber gibt, und mit denen müssen wir uns auch auseinandersetzen. So, ich habe jetzt noch gesehen hier. Mein Name ist Tanja Schuld, ich bin von der Stockholmer Universität. Ich freue mich gerade riesig, dass hier so lebhaft über Denkmäler gesprochen wird, denn ich mache gerade Rezeptionsforschung zu diesen Denkmälern und hoffe auch, dass Sie sich alle dann daran beteiligen, dass ich Sie kontaktieren darf und dass Sie meinen Fragebogen dazu ausfüllen. Und das darf auch verschiedene Meinungen gerne gehört werden, aber ich bin da auch ganz, eigentlich, also ich bin als Kunsthistoriker bin ich auch bei Ihnen, und ich denke auch, das sind auch gute Schilder. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass HDGÖ hat ein paar kurze Filme gemacht als Vermittlung, unter anderem zu dem Denkmal. Die sind so 5 Minuten auf deren Homepage. Die kann man sehr empfehlen. Wenn jemand mal fragt und Sie sind müde, das zu beantworten, kann man gerade zu dem Ballhausdenkmal diesen Film sehr, sehr schön empfehlen. Und die führen auch Schulklassen dahin, also ganz beabsichtigt. Und am Donnerstag ist auch eine Veranstaltung zum Heeresgeschichtlichen Museum, zur Zukunft des Museums vielleicht. Das ist ja wohl auch öffentlich, also vielleicht kann man das auch nochmal verbreiten für den, der gerne dahin gehen möchte. Ja, und wie gesagt, ich werde Sie alle anmelden. Bitte beteiligen Sie sich daran und leiten Sie das weiter. Danke. Danke für die Vorwarnung. So, wenn jetzt bei Ihnen keine Fragen oder Anmerkungen mehr sind, ich habe noch eine kleine Frage als Mutter von 3 Kindern, die sieht, wie Jugendliche Medien nutzen. Und zwar bin ich mir nicht ganz sicher, ob meine Kinder jetzt wirklich stehen bleiben würden und eine Tafel lesen. Gibt es nicht auch eine Möglichkeit, dass man das mit QR-Codes zum Beispiel mit Filmen, und dass ich mich da wirklich so informieren kann? Ja, die Möglichkeit gibt's. Die sind auch schon formuliert worden von meinem Kollegen Magnus Koch in Hamburg vor mittlerweile 5 oder 6 Jahren. Also das Vermittlungskonzept ist vorhanden. Wir nehmen da durchaus auf die digitalen Gegebenheiten, insbesondere der Jugend, Rücksicht. Es ist halt bis jetzt bloß noch nicht realisiert worden, weil es, ich glaube, an der Finanzierung, an der Gesprächsbereitschaft der Stadt Wien im Großen und Ganzen mangelt. Und zahlen muss das die Stadt? Das ist mir wurscht, wer es zahlt, ehrlicherweise. Da sitzt jemand neben Ihnen, der hat die kennt. Nein. Also Parlamentarier haben nicht, leider nicht sozusagen die Verfügung über Budgets oder nur über kleine, ist dann so eng gebunden, was wir machen dürfen, weil sonst könnte man das natürlich zahlen, aber das können wir fürchtig aus dem grünen Verfügungsbudget, ich könnte es mal prüfen lassen von unserem Clubdirektor, weil man das natürlich über einen QR-Code, den man auch zur Homepage, den es gibt, sicher relativ easy herstellen kann. Ich meine, das kostet, wie man so schön sagt, kein Eckhaus, und es sollte irgendeinen Weg geben, um das zu machen, da werden wir ihn finden. Ja. Okay. Vielleicht noch daran anknüpfend, was die Vermittlung betrifft, ja, wie man sozusagen auch Dissertationsgeschichten vermitteln kann. Wir versuchen jetzt in Innsbruck, beziehungsweise in Tirol und Vorarlberg und Südtirol,
einen anderen Weg zu gehen, und zwar Orte der Zuflucht und der Flucht und der Solidarität gegenüber Deserteuren zu fotografieren. Ja. Also die Orte, wo Desertionen geschehen sind, wo Deserteure Unterstützung gefunden haben und wo ihnen bei der Flucht, zum Beispiel in die Schweiz, geholfen worden ist, zu fotografieren, wie sie jetzt sind, und diese Fotografien dann auf verschiedenen medialen Ebenen zu benutzen, also einerseits bei Büchern, aber vor allem auch bei den lokalen Museen und Archiven, die es in Tirol und in Vorarlberg und in Südtirol auch häufig in sehr guter Qualität gibt, also wirklich gute lokale Museen, und dass wir wollen versuchen, mit diesen Fotografien in diese Archive, Museen reinzukommen und ausgehend von diesen Orten, die die Bevölkerung kennt, Deserteurs Geschichten zu erzählen. Ja. Also dass man sozusagen über den visuellen Eindruck zur Geschichte kommt und diese Geschichten erzählbar macht. Da gibt es diese Hürde des Verständnisses eigentlich nicht, weil sozusagen der erste Gedanke ist, ja, also den Ort kenne ich, und was ist da passiert, warum wird uns das hier so prominent gezeigt, und dass das sozusagen der Eintritt ist zu erzählen von Geschichten. Aber dafür muss man sozusagen auch in die Gesellschaft reingehen und mit den lokalen Akteuren zusammenarbeiten. Man sollte überhaupt sozusagen ein bisschen wegkommen, auch sozusagen von der Fokussierung der Diskussion auf Wien, weil ein sehr großer Teil von Desertionen hat sich tatsächlich am Land abgespielt. Das ist aus der Forschung völlig evident. Da ist sozusagen etwas, wo man immer noch sehr viel machen kann, bei Initiativen, die in Kärnten, Tirol, Salzburg, Tirol oder Vorarlberg aktiv sind, Anknüpfung suchen und mit denen gemeinsam Sinnvolles machen. Danke auch für den Hinweis auf die Veranstaltung zum Heeresgeschichtlichen Museum, die am Donnerstag um 14 Uhr, zwischen 14 und 18 Uhr stattfinden wird. Es werden zwei Podiumsdiskussionen sein, die sich ganz grundsätzlich mit der Frage stellen, beschäftigen. Heeresgeschichtliches Museum neu gestalten, ja, aber wie und vor allem wer, außer Militärhistoriker des Verteidigungsministeriums, sollen daran beteiligt werden. Das ist am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Aber das wäre doch geeignet, weniger die Fotos, weniger für Archiv und Museum, das ist doch ein klassischer Instagram-Kanal. Ja, genau. Also natürlich, Instagram. Habe ich jetzt nicht erwähnt. Es wird Blogs geben und eben verschiedene Kanäle in Social Media werden damit. Weil die Kids von der Nina werden nicht ins Archiv gehen, aber vielleicht auf Instagram, wenn sie dürfen. Noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie doch einmal auch in ein Archiv gehen werden. Bei der Ältesten schaut es schon sehr gut aus. Die Älteste geht sogar schon freiwillig ins Museum. Bei den Kleinen muss man ein bisschen anschieben, genau. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich würde sagen, nachdem das schon ein langer Tag war, verlegen wir die Diskussion weg vom Podium hin, dass wir noch gemeinsam noch ein bisschen plaudern können. Ich halte nur noch mal fest, wir haben einiges gehört. Ende des Jahres gibt es zumindest zwei, Stubenring und Staufenberg. Gut, und Eva Blimming hat versprochen, auch bei der Verteidigungsministerin nicht nachzugeben. Und ich habe auch noch mitgenommen, es wird eine Lösung geben, damit die QR-Codes zum Denkmal kommen, das Denkmal lebendiger wird. Und ich habe mir vorher kurz vorgestellt, wie Richard Wadani reagiert hätte, wenn man ihm eine läppische Stiege geben hätte wollen. Nicht sehr freundlich, und das zu Recht, glaube ich, hätte er reagiert. Und ich hoffe, wir treffen einander alle wieder zur feierlichen Eröffnung des Richard-Wadani-Hofs in Wien. Und ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön. Applaus